Pflanzen wir noch mal ein paar Erbsen pflanzen. Und noch mal so eine. Ach, und du springst bei die Walnuss. Pflanzen wir noch mal so eine. Und dann wieder so eine. Ich finde, das hat was Schönes. Das muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Und dann passt jetzt noch eine dahin. Und dann können wir auch eigentlich nur noch zugucken, wie die nächste Zombiewelle uns überrollt und wir nicht verlieren werden. Weil wir super episch sind. Oh yeah. Langsam fiel er zu Boden und dann kam auch schon die nächste Zombiewelle. Oh mein Gott. Das sieht doch irgendwie schön aus. Finde ich. Und da sieht man auch gleich die Kartoffelmine in Aktion, wenn da gleich ein paar Zombies drauf treten. Seht ihr? Boom! Sieht aus wie Federkiste, finde ich. Ich mag Federkiste. So, und jetzt werden langsam alle so halb eingefroren und getötet und gleich sind sie alle weg vom Defenster. Und wir haben noch eine neue Pflanze. Neue Pflanzen sind auch immer schön. Und zwar die Schnapperpflanze. Verschlingt einen Zombie, ist aber der Rinskauns aber hilflos. Ja, aber ich finde sie trotzdem manchmal ganz nützlich. Tja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder bei Level 8. Ja, bis dann. Ciao. Akio und over and out. Hallo meine Lieben, ich heiße euch willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Es ist wieder Montag, ich bin Aki und ihr seid bei Girls gegen Games. Ja, in der letzten Folge war der Part ja nicht ganz da, weil ich ja nicht ganz rennen konnte, weil mein Programm scheiße ist und mein Laptop und ich sie am liebsten alle töten würde. Na egal, stürzen wir uns direkt wieder zurück ins Abenteuer. Und diesmal geht es weiter mit Level 8. Und sie haben sich weiter fortgepflanzt. Wir haben jetzt einen Eimer-Zombie. Das ist ja eine wunderbare Sache. Und wir können uns jetzt hier ein paar Pflanzen auswählen. Ich nehme hier erstmal so ein paar Standardpflanzen. Eigentlich, ich wollte eigentlich die Fressen haben. Die wollte ich euch mal zeigen, weil ich die eigentlich ganz cool finde. Auch wenn sie sich auf die Dauer jetzt auch nicht so arg lohnt. Ich merke gerade, der Ton ist etwas leise. Den mache ich mal etwas lauter. Und da seht ihr den tollen Pausenzombie. Ist er nicht süß? Ich finde ihn süß. So, jetzt ist der Ton wieder normal. Für mich zumindest. Und das ist doch schon mal eine super Sache. Und dann können wir auch gleich wieder voll durchstarten. Yo. Yo, die kommen. Das war eine gute Aussage, Hans-Peter. Das ist mein Nachbar. Er wurde leider gebissen. Kann man leider nichts tun, aber naja, die Frauen werden in diesem Spiel anscheinend ja nicht gebissen, weil hier immer nur Männer rumlaufen. Gut. Ob das jetzt, das ist zwar nicht wirklich Gleichberechtigung, aber das ist, glaube ich, auch Gleichberechtigung, auf die ich sehr gut verzichten kann. Ich mag es nämlich, ein Mensch zu sein. Ja, obwohl ich lieber obwohl ich lieber so eine erbsenschießende Pflanze wäre. Das wäre bestimmt cool. So, richtig. Mega übelst cool. Dann können wir auch gegen Zombies kämpfen. Als Pflanze. Als Pflanze. Brings. Aber was mir aufgefallen ist, die Zombies haben sogar unterschiedliche Stimmen. Aber jetzt auch nicht so viele. Aber ich wette, deren Synchronsprecher hatten total viel zu tun. So viel, wie es gar nicht zu tun geht. Und ich brauche ganz viele Sonnen, sonst bin ich gleich voll gearscht. Dankeschön. Komm, noch eine Sonne. Gib mir eine Sonne. Gib mir eine Sonne. Gib mir Sonnen. Sonnenenergie. Dieses Spiel ist sehr umweltfreundlich, denn es läuft nur mit Sonnenenergie. Ach, ist das nicht schön, dass wir hier noch so umweltfreundlich sind. Ich meine, wir benutzen ja nicht mal irgendwelche Waffen, um gegen die Zombies zu kämpfen. Sondern wir kämpfen einfach nur mit Pflanzen. Das ist voll umweltfreundlich. Da freut sich die Umwelt, deswegen grinsen uns auch die Blümchen immer so an. Ich wette, das ist so. Auf jeden Fall. Oh, da ist ein Eimer-Zombie. Der ist nämlich extrem stark. Die überleben eine Menge, deswegen habe ich da auch gleich direkt mal zwei hingestellt.
Weil die immer so scheiße stark sind. So, und bald kommt dann auch schon wieder die nächste Zombie-Welle. Aber die werden wir gut überlegen. Ich glaube, ich muss da noch einen hinstellen. Sonst stirbt der mir hier nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Ehrlich gesagt, weil ich mag das nicht, wenn die so alle überleben. Der ist schon wieder mein dummes, mein schönes Blümchen. Ich wollte gerade sagen, mein dummes Blümchen, aber das sind doch schöne Blümchen. Und jetzt ist da schon die nächste. Was sollen wir da tun? Ich hoffe, er stirbt. Los, stirb. Bitte, stirb. Du darfst sie nicht fressen. Das darfst du nicht. Tot. Finde ich witzig. So, ich will jetzt hier wieder meine zweite Pflanze haben. Komm, lade dich auf, Pflanze. Du schaffst es. Ich bin voll stolz auf dich. Du kannst es bestimmt. So, Dele. Es wird hier doch mal langsam was. Und bald haben wir dann überall so coole. Haben wir hier eine ganz tolle Verteidigungs- und Angriffslinie. Gut, eigentlich spiele ich so Tower Defense Spiele eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum nicht, aber irgendwie seit Pflanzen gegen Zombies habe ich da echt Spaß dran. Muss ich doch schon mal so sagen. Ist wirklich witzig. So, und weiter geht's. Jetzt kann ich euch auch mal die tolle Pflanze zeigen, die ich so cool finde. Der ist mal den Eimer-Typi hier. Ja, und dann isst er sie und dann hat er noch gleich wieder etwas, was die Zombies etwas aufhält, damit die nicht sofort wieder alle gleich essen. So. Ja, jetzt macht ihn endlich tot. Dann kommen wir gleich schon ins nächste Level. Und wir kriegen jetzt eine Erbsenschießerpflanze, die zwei Erbsen schießen kann. Das ist natürlich ein Upgrade. Und wir machen direkt weiter. Und diesmal haben wir so einen Hochsprung-Zombie. Der springt ja über was drüber. Ich weiß nicht, ob wir das letztens schon mal hatten, aber egal. Fangen wir einfach wieder so von an. Auf die Pflanze, fertig, los, pflanzen! Yay! Gut, ich habe es langsamer gesagt, als die Schrift war, aber das ist doch egal. Wen juckt das schon? Ich finde diesen Ton immer so witzig, wenn man hier die Sonnen einsammelt. Das macht immer so Blüm. Ich weiß, dass sie kommen. Sie kommen immer dann, wenn ich gerade noch hier alles so schön am Pflanzen bin. Also ich glaube, von unserem Spielcharakter hier im Spiel ist das das heimliche Hobby, Pflanzen zu züchten, um dann halt mit Zombies gegen Pflanzen zu kämpfen. Eigentlich kein schlechtes Hobby, wie ich finde. Würde ich mir auch gern zulegen, wenn es in echt Zombies geben würde. Ich glaube sogar, dass das mal sogar so ein Tag oder so ganz, na, ich würde nicht sagen witzig wäre, aber es wäre bestimmt mal interessant. Ich frage mich auch mal, wie Menschen wirklich reagieren würden, wenn es so Zombies wirklich geben würde. Gut, wahrscheinlich würden wir alle voll am Rad drehen. Auch wenn viele immer sagen, ja, ich möchte gerne mal Zombie-Schlechter werden oder wie das alles auch so schön heißt. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht wirklich. Gut, die Zombies sind ja ganz süß. Aber wenn du da so einen, wirklich so einen mit halb ausgerissenen Augenhöhlen hast. Also so lecker finde ich das nicht. Aber gut, da wäre wahrscheinlich auch mein erster Reflex, den hier rüber einzuschlagen. Mal Stabhochsprung, Zombie. Du kommst nicht gegen Walnüsschen an. Puh. Ach ja. Blüm, blüm, blüm. Komm schon, stirb. Rara. Blüm. Schubidua, schubidudi, schubidua. Die Musik ist auch sehr entspannend, muss ich sagen. Ist so, so, ha, Musik, entspannend. Wunderbar. Ich könnte fast schlafen gehen. Aber das wäre für euch ziemlich langweilig, dann würde ich immer nur hören oder so. Was in der Art. Blüm, blüm, blüm. Spring darüber, du Sau. Blüm. Gleich sind wir schon bei der nächsten Zombie-Welle. Bei der ersten Zombie-Welle. In diesem Level gibt es sogar zwei. Das ist ja quasi. Weiß ich nicht, wie was. Aber. Naja, egal.
Om nom 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 Walnuss. So, ich würde sagen, jetzt fangen wir auch mal schon hier an, andere Pflanzen aufzubauen. Damit wir die Zombie-Welle auch gut überleben. Aber dafür brauchen wir natürlich noch mehr Sonnen. Und dann wird das auch voll gut. Und eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Oh nein! Was sollen wir nur tun? Sterben! Oder kämpfen! Wir kämpfen natürlich! Was denn auch sonst? Ist schon wieder schön, wie sie alle wieder ihre Köpfe verlieren. Die sind ja so kopflos, diese Zombies. Hahaha, Wortwitz. Aber dass es hier keinen kopflosen Zombie gibt, das finde ich echt ein wenig seltsam, muss ich sagen. Hm. Naja, egal. Komm schon, blüht mich zu. Pam. Und damit haben wir die Zombie-Welle auch schon wieder voll überlebt. Aber die nächste ist nicht fern. Und ich würde sagen, jetzt bauen wir schon mal die ganzen... die Zombies auf die total viel... die Pflanzen auf die total viel schießen. Damit wir hier die alle bloß schnell wegbashen können. Bashen, yeah, ich rede Englisch. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Nein, ein Stabhochspringer, nimm dies. Die laufen voll gleich. Das ist irgendwie ein wenig beängstigend. Sie sind bestimmt Brüder. Da bin ich mir sehr sicher. Da ist noch einer. Ein Spring über das Blümchen da. Ach, immer diese Stabhochspringer. Also ich kann euch sagen, das sind auch Halunken. Menschenskinder. Blub, blub, blub. Die Blume gibt dir gar nichts. Da spring darüber, du Nuss. La, 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 la. Gleich haben wir bald alle Pflanzen, die ich haben wollte. Und dann ist auch schon die nächste Zombie-Welle da. Und dann können wir ganz entspannt zusehen, wie wir gewinnen und sie in den Boden stampfen. Spring darüber. Dumme Sau. Passt das noch mit der, Ja, passt. Sehr gut. Super Sache. So, Dele.